Was geht ab, mein Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wir sind jetzt hier gerade im Audi-Dom. Wie ihr es erkennen könnt, Cage ist schon aufgebaut. Bisschen Publikum ist schon da. Die Hallen füllen sich langsam. Wir müssen jetzt hier gleich mal wieder zu unserem kleinen Interview. Earpiece habe ich schon drin, weil VIP muss ein bisschen Fachwissen mitgeben. Und dann legen wir gleich los. Ich bin übertrieben gespannt auf die Kämpfe heute. Leider haben wir ja letztens die Info bekommen, dass Christian Eckerlin demnächst nicht bei dem Turnier mitmachen wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass Christian Jung wird heute richtig rasiert und dann bei dem nächsten Kampf bei dem Turnier auch nochmal gewinnen kann. Ich bin übertrieben gespannt auf die Kämpfe. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und mal sehen, was uns heute erwartet. Alle denken immer, ich bin so seriös, aber bin ich das gar nicht. Alright, kurzes Interview haben wir gemacht. Jetzt setzen wir uns hin und es fangen gleich die Kämpfe an. Kameramann, was sagst du? Der Gerät wird nie müde. Normalerweise sieht man den gar nicht. Der knechtet entweder hinter der Kamera oder als Cutter. Alles für die Ringlife-Gang. Für die Ringlife-Gang. Apropos Ringlife-Gang. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße meine Freundin. Wo sitzt deine Freundin? Da. Freust du dich auf die Kämpfe? Ja, richtig. Auf welchen Kampf freust du dich am meisten? Ja, Jungwirt natürlich. Christian Jungwirt, Junge! Ey, übrigens, einer der wichtigsten Member der Ringlife Gang hat heute auch Geburtstag. Und zwar Mr. Seedorf. Heute sauf ich mich richtig zu. Wie fühlst du dich jetzt? Ein weiteres Octagon-Event, bei dem du dabei sein darfst. Geil, auf jeden Fall. Macht Spaß zuzuschauen. Und auf welchen Kampf freust du dich heute am meisten? Jungwirt gegen Oliveira. Das ist halt auch ein Statement. Stell dir vor, Jungwirt knockt Oliveira einfach aus. Stört dich das eigentlich, dass die Kamera immer so nah in deinem Gesicht ist? Ja. Dein Kampf, 100%. Ey, da ging's gerade grappling-technisch richtig zur Sache. Gab's fast eine Armbar. Fast eine Submission, hat er sich gut rausgerollt. Hände hoch! Hände! Junge, Junge, hat er ihm gerade eine miese Bombe gegeben. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Was ist da gerade passiert? Lockt ihn einfach eiskalt aus, Junge. Was für ein Comeback! Richtig stark! Richtig krass gerade! Ich hatte mal wieder die beste Idee, und zwar mit der dicksten Jacke überhaupt hier an den Start zu kommen. Mir ist so übertrieben heiß. Ich schwöre, ich bin voll am Schwitzen. Warte mal, Schwitzen? Apropos Schwitzen, ey, da hab ich doch was für euch. Egal wie heiß der Trip oder die Afterparty wird, Manscaped sorgt mit seinen Pflegeprodukten immer dafür, dass ihr von Kopf bis Fuß frisch bleibt. Mit meinem Rabattcode RING20 gibt's nicht nur frische Eier, sondern auch noch satte 20% Rabatt auf euren Einkauf bei Manscaped. Ey, jetzt wird's richtig interessant, weil jetzt kämpft Hatef. Wir wissen, Hatef ist ein richtiger Bomber. Wenn er mal ein bisschen drauf langt und trifft, dann ist das Ding vorbei. Deswegen, wir machen uns jetzt sofort hin, gehen auf unsere Plätze und schauen uns den Fight an. Auf geht's, Hatef. Ele só tem isso. Não aceita. Vamos quebrar a base. Vamos quebrar a base. Direto. Isso. Junge, die Kicks von dem Brasilianer sind richtig ekelhaft. So, hier, runter! So, guter Schlagabtausch, lecker, Junge! Hey, Mami Chula! Was geht ab? Was hältst du von der Maritina? Was hältst du von der Stimmung? Die Stimmung ist geil. Erstes Mal in München bei so einem Event. Die Leute machen eine geile Stimmung, die Kämpfe bis jetzt nicht gut. Aber jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommen erstmal die richtigen Bomber an den Start. Hey. Akzeptier nicht die Guard. Hier jetzt gleich auf jeden Fall richtig laut werden, weil ich bin jetzt oben in die Ränge gegangen, damit ich den Kampf besser verfolgen kann. Aber wir sind hier zufällig genau mitten im Fanblock von Keita. Keita! Absolut verrückt. Aber so muss
muss ein Fanblock aussehen, Mann. Genauso. So, erste Runde beginnt jetzt gleich. Alter, erste Runde Knockout. Spannender Kampf bis jetzt. Ein absoluter wilder Fight, man. Keita ist schon eine richtige Maschine. Auf den Jungen muss man echt ein Auge werfen, weil in ein paar Jahren könnte der ganz weit vorne sein. Junge, der hat richtige Knockout-Power, ist ein richtig bissiger Typ und hat auf jeden Fall auch eine richtig geile Fanbase, die ihn dabei unterstützt. Was meinst du? Jung wird. So, Alexander Popek gegen Martin Zabada kommt jetzt gleich. Auf diesen Fight bin ich ehrlich gespannt, weil Popek ist ein Kandidat im Halbschwergewicht, der die nächsten Jahre aus Deutschland richtig rasieren könnte. Bin gespannt. Garda, Marci, Garda! Oh, eieiei. Jetzt wird's gefährlich. Kontrolliere sein Ende. Komm, Käfig weg. Das sieht gerade aus wie ein Schlachter. Sehr dominante Performance von Popek, ja, wirklich. Wir versuchen gerade das ganze Blut von ihm aufzuwischen. Crazy, Alter. Crazy. Heftiger Fight, ne? Richtig heftig. Also ich glaube, du musst den Mann mit dem Panzer überfahren, um ihn zu stoppen, weil mit normalen Methoden geht das nicht. So, Jungs und Mädels, ich bin hier natürlich wieder mit einem sehr, sehr bekannten Gesicht bei Octagon, Christian Eckerlin. Leider haben wir jetzt vor ein paar Tagen erfahren, dass du bei diesem 1-Millionen-Euro-Turnier nicht mitmachen kannst. Ja. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so up-to-date sind, kannst du mal kurz sagen, was ist denn jetzt der Grund dafür? Ja, nach meinem letzten Kampf, ich hatte die Knie-OP gehabt, wo Knorpel entfernt worden ist, der Meniskus geklettet worden ist, aber es hält einfach noch nicht, um die Schnellversion jetzt zu sagen. Ja, ich war 2 Wochen in der Wettkampfvorbereitung, habe mein Knie belastet, 2-mal am Tag Training, aber war immer dick, hat sich entzündet und somit konnte ich einfach nicht meine volle Leistung abspulen. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Weil so wie ich es mitbekommen habe, deine Chancen, dass du bei diesem Turnier mitmachen kannst, die sind ja noch nicht zu 100% auf Null. Genau. So, wie sieht es da gerade aus? Ich kämpfe auf jeden Fall am 17.06. Ob es beim Turnier ist, weiß ich nicht. Wenn sich natürlich jemand verletzt oder ausscheidet oder wie auch immer, ist ja in der zweiten Runde im Viertelfinale, dass jemand reingewinnt hätte. Und ich denke, da stehen meine Chancen sehr gut. Ohne dich wäre es schon irgendwie ein bitterer Beigeschmack. So, und jetzt will ich aber noch eine zweite Frage stellen. Jetzt kämpft noch ein anderer Christian gegen deinen ehemaligen Gegner. Hast du da so eine kleine Prognose oder ein paar Worte zu dem Kampf? Ich hoffe einfach, dass er den Kampf gewinnt. Wie? Soll ein bisschen aufpassen im Stand, runterholen, Ground and Pound, ab mitten fertig. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Christian, ich wünsche dir gute Besserung. Danke, mein Lieber. Bei deinem nächsten Kampf bin ich natürlich auch dabei. Hoffentlich bei dem Turnier. Jetzt steht die ganze Halle wieder. So muss das sein. Hey, sogar da hinten, ganz oben, da stehen die ganzen Leute. Jung wird! Christian Jung wird hat richtig krasses Publikum und Fanbase, wirklich. Hey,
Wenn ihr noch nie auf einem Octagon-Event wart, dann habt ihr was verpasst, Leute, ehrlich. Okay, let's go. Erste Runde beginnt. Oh, nur Terp, nur Terp. Jungwirth findet gerade nicht wirklich ein Mittel, glaube ich, gegen ihn, ne? Ey! Komm schon, Christian, ey, mach ein bisschen was. Zu zurückhaltend. Ey, der ist you. Bei Oliveira muss man aufpassen, weil er explodiert zwischendurch immer mit so richtig ekelhaften Schlägen. Böse Aktionen von Oliveira. Ich sag's euch, Mann, der ist gefährlich im Stand. Guter Schlagabtausch von beiden. Christian hat ihn zu Boden gebracht. Also das Ding ist, was viele vielleicht bei De Oliveira unterschätzen ist, der Typ hat miese Eier. Ja, der traut sich auf jeden Fall. Das ist ihm egal, wer vor ihm steht. Der kämpft mit absolutem Selbstbewusstsein. Und hier merkt man vielleicht, dass gerade Jungwirth ein wenig zu zurückhaltend ist. Er muss auf jeden Fall auf alles reingehen, jetzt hier Vollgas geben. Schön, guter Ansatz, guter Headkick. Wenn Jungwirth jetzt nicht was zaubert, dann ist der Kampf weg. Genau so muss er kämpfen jetzt. Einfach alles rein. Weiß ich nicht. Nee, sehe ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Mein erstes Gefühl sagt mir, ich hätte es Oliveira gegeben. So, es ist der nächste Tag. Wir machen ein kurzes Fazit, wie immer. Das Event an sich, alles wie das aufgebaut war, die Halle, die Atmosphäre, die Leute, die da waren, übertrieben geil. Also wirklich, hätte nicht erwartet, dass München auch so eine geile Halle ausfüllen würde. Von den Kämpfen muss ich ein wenig leider sagen, bin ich ein bisschen traurig darüber, dass es nicht ganz so viel Action gab, wie es in den vergangenen Octagon-Events war. Da gab es noch ein bisschen mehr Brettereien. Gestern gab es 2 Knockouts und die restlichen Fights waren so ein bisschen so hier und da ein bisschen träge. Aber da kann der Octagon natürlich nichts dafür, wenn die Fighter keinen Bock drauf haben, Vollgas zu geben oder irgendwie der Kampf nicht so zustande kommt, ist es halt so. Zu dem Kampf von Christian Jungwirth, den muss ich mir heute Abend im Livestream auf jeden Fall nochmal anschauen. Gestern hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass Christian verloren hat. Ja, ich fand, er war da einfach zu inaktiv und ist nicht genug aus sich herausgekommen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. War echt mal wieder geil. Hat mich echt gefreut, so viele Leute in Ringlife-Sachen zu sehen und die Ringlife-Gang wieder so stramm vertreten zu sehen bei so einem Event. Ehrlich, was soll ich sagen, Mann? Was soll ich sagen? Georges, was gibt's noch zu sagen? Video, ne? Gibt nichts mehr zu sagen, oder? Nee, gibt nichts mehr zu sagen. Ja. Jungs, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.